Zuletzt hatten wir uns angeschaut, wie man als Suchmaschine Anfragen verarbeitet, wenn man eigentlich nur als Ergebnis die Menge der relevanten Treffer zurückgeben will, ohne die sortieren zu müssen. Und hatten uns dafür so Ideen angeschaut, wie man konjunktive Anfragen, also quasi ein großes And aller in der Anfrage vorhandenen Begriffe verarbeiten würde. Wir hatten uns Proximity angeschaut und so ein bisschen kleine Algorithmen dafür veranschaulicht, wie man durch so eine Postlisten quasi durchspringt, um die miteinander zu schneiden, um also quasi so eine konjunktive Interpretation hinzukriegen. Wir hatten aber auch schon gesehen, dass eigentlich in den zumindest Websuchmaschinen meistens ein Ranking im Sinne von, das ist der beste Treffer auf Rang 1, der zweitbeste auf Rang 2 und so weiter gewünscht ist und nicht einfach nur eine Aufzählung aller relevanter Treffer. Und das heißt, wir werden uns jetzt nochmal ein bisschen genauer anschauen, wie man dann vorgeht, wenn man tatsächlich die Ergebnisse auch sortieren möchte, basierend auf den Scores eines Retrieval-Modells bzw. der dem Retrieval-Modell innewohnenden Relevanzfunktion. Im Bereich des Rankings, also wenn man sagt, man möchte als Anfragesemantik ein geranktes Ergebnis haben, sind die Typen, die wichtig sind, ein bisschen anders. Also natürlich hat man auch weiter Einzelwortanfragen. Wir sind ja immer noch so im Bereich der schlüsselwortbasierten Anfragen, aber es ist eigentlich so, dass Einzelwortanfragen wichtig sind und disjunktive Mehrwortanfragen und eher unwichtiger sowas wie konjunktive Anfragen, zumindest unwichtig im Sinne von generell ist die Interpretation eher disjunktiv. Bei sowas wie Phrasen oder so bleibt sie natürlich konjunktiv, aber so die generelle Interpretation einer Anfrage an so eine Ranking-Suchmaschine ist oft eher disjunktiv gedacht. Das irritiert jetzt vielleicht oder ist auf den ersten Blick so ein bisschen unintuitiv, aber grundsätzlich ist natürlich die Idee, dass Dokumente, die alle Anfragetherme enthalten, sowieso einen größeren Score bekommen werden als Dokumente, die nicht alle Terme enthalten, sodass im Prinzip so eine Art softe konjunktive Interpretation dann am Ende doch auch dabei ist. Aber grundsätzlich kann man sich schon mal merken, bei sowas wie Websuchmaschinen oder so hat man es eigentlich eher mit einer disjunktiven Art der Interpretation zu tun. Im Gegensatz zu sowas wie dem Set-Retrieval, wo man bei einer Mehrwortanfrage erstmal eigentlich immer davon ausgeht, dass sie wahrscheinlich konjunktiv gemeint ist. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich also eine Einzelwortanfrage habe und ein Ranking zurückgeben will? Schauen wir uns den Index dazu mal an und gehen mal davon aus, dass wie bisher die Postings, also die Postliste sortiert ist nach der Dokument-ID, also das Posting für Dokument 2, vor dem für 4, 8 und so weiter. Das ist jetzt im Prinzip so, dass es sein kann, dass das relevanteste Dokument, also das vielleicht mit dem Score 493 in der Termhäufigkeit für den Term I, das könnte das allerletzte sein. Also im Prinzip kann man nichts darüber wissen, erstmal, wo denn die relevantesten sind. Natürlich könnte man sich versuchen, so eine Postliste zwischendrin auch nochmal zu speichern. Was kommen denn noch für Scores? Sodass ich eben weiß, ein so, weiß nicht, jedem 10. Eintrag oder so, es kommt noch ein riesenhoher Score hinter mir oder eben nicht mehr. Aber grundsätzlich, wenn ich erstmal nach Dokument-ID erstmal sortiere, habe ich keine genaue Information darüber, wo denn jetzt eigentlich die guten Dokumente in der Postliste kommen. Die könnten also auch genauso am Ende stehen wie irgendwo mittendrin oder am Anfang. Das heißt, in so einem Fall, wenn ich nach Dokument-ID vorsortiere, selbst wenn die Dokument-ID irgendwie Dokumentqualität widerspiegelt, beispielsweise als sowas wie PageRank oder so Sortierung, selbst dann muss ich eigentlich immer davon ausgehen, dass ich die Postliste ganz bis zum Ende durchgehen muss, um wirklich sicher zu sein, dass ich keinen guten Treffer verpasst habe. Anders sieht es aus, wenn ich jetzt hier nach Termgewicht sortieren würde, also nicht mehr nach Dokument-ID, sondern ganz vorne steht jetzt das hier in dem Fall, wo die höchste Term-Frequency, also die höchste Termhäufigkeit, das war also die Vereinbarung, dass das das im Moment ist, in dem Posting drin steht, also 9 vor 8 vor 8 vor 7, 6 und so weiter. Und die Dokument-IDs sind jetzt natürlich in einer mehr oder weniger beliebigen Reihenfolge. Ich kann die jetzt auch nicht quasi global in eine neue Dokument-ID-Reihenfolge bringen, weil ja in jeder Postliste die anders sortiert sein werden. Das heißt, wenn ich nach Termgewicht sortiere, kann ich zwar ziemlich gut erkennen, wo in einer Postliste die besten Dokumente stehen, nämlich die sind vorne. Und sobald ich dann irgendwo vielleicht einen gewissen Score unterschreite, könnte ich gegebenenfalls sagen, ah, das ist jetzt zu unwichtig, brauche ich nicht mehr weitergehen.
Der Nachteil, den ich damit bekomme, ist aber, dass ich mit den Skip-Listen eigentlich nichts mehr anfangen kann. Also es nützt mir jetzt nichts mehr zu wissen, dass ich von 19, wenn ich drei weiter skippe, auf 23 komme. Ich will ja eigentlich die Skip-Listen benutzen, um sozusagen wie so eine, wie bei so einer informierten Suche mich durch die Liste zu hangeln. Ich weiß jetzt aber gar nicht, was für Dokument-IDs hier dazwischen stehen. Also eigentlich, wenn ich nach Termgewichten sortiere, sind die Skip-Listen eher nutzlos. Also es macht keinen Sinn, die tatsächlich dann zu benutzen. Aber irgendwo so zwischen diesen beiden Polen, Dokument-ID-Sortierung, Termgewichtssortierung, entscheidet sich es eben auch, was ich mit meiner Suchmaschine besonders gut kann. Also wenn ich sowieso nur Einwortanfragen beantworten werde, dann brauche ich die Skip-Listen ja sowieso nicht. Und dann kann ich einfach sagen, ich sortiere nach Termgewichten, weil dann die Vorsortierung immer schon direkt für jede Anfrage, die nur aus einem Term besteht, das richtige Ergebnisranking beinhaltet. Und ich muss einfach nur die Postliste der Reihe nach ausgeben. So ist es natürlich meistens nicht. Man hat auch eben im Ranked Retrieval-Sinne, also wenn ich die Anfragen so interpretiere, dass ich die Ergebnisse zurückliefere in einer gerankten Form, auch dann hat man natürlich Mehrwortanfragen. Und das macht es ein bisschen schwieriger, sich dafür zu entscheiden, wie man denn eigentlich sortieren möchte. Also ich hatte schon gesagt, im Prinzip ist die Interpretation in diesem Ranked Retrieval-Szenario eher disjunktiv. Also jeder Term kann in einem relevanten Dokument vorkommen oder nicht. Jeder Term aus der Anfrage. Natürlich erwarte ich, dass mindestens einer der Terme vorkommt in einer Variante. Also mindestens durch ein Synonym oder so. Irgendwie so eine Beziehung zur Anfrage erwarte ich schon. Aber grundsätzlich sage ich, ja, es würde erstmal einer reichen. Im Hinterkopf aber immer eben die Annahme, dass das Retrieval-Modell dann wahrscheinlich schon sicherstellen wird, dass Dokumente, die mehrere der Terme der Anfrage enthalten, höhere Scores haben als Dokumente, die weniger Terme der Anfrage enthalten. Das muss ich dann quasi dem Retrieval-Modell überlassen. Aber grundsätzlich gibt es bei dieser disjunktiven Art der Interpretation dann zwei Wege, wie ich so eine Anfrage verarbeiten kann, beziehungsweise wie ich das finale Ranking bestimme, was ich ausgeben möchte, sogenannte Document-at-a-Time-Scoring und das Term-at-a-Time-Scoring. Der Unterschied steckt ja quasi schon im Titel drin. Beim Document-at-a-Time-Scoring versuche ich in jedem sozusagen Teilarbeitsschritt den finalen Score für ein Dokument zu bestimmen, wohingegen ich bei jedem größeren Arbeitsschritt von Term-at-a-Time-Scoring mir die Postliste eines Terms vornehmen werde. Am Ende werden beide Scoring-Verfahren einmal über die gesamten Postlisten der in der Anfrage enthaltenen Terme drüber gegangen sein müssen. Also haben quasi genau den gleichen theoretischen Aufwand, zumindest wie viele Postings sie sich anschauen, aber sie gehen da eben in einer anderen Reihenfolge drüber. Für Document-at-a-Time-Scoring brauche ich noch die Voraussetzung, dass ich eine globale Ordnung in den Postlisten habe, also dass die nach beispielsweise Dokument-ID sortiert sind. Aber die Dokument-ID kann natürlich nach Qualitätskriterien vergeben werden, wie etwa Dokument mit ID 1 hat den allerhöchsten PageRank, mit ID 2 den zweithöchsten PageRank und solche Geschichten. Jetzt werden dann so ähnlich wie, also bei Document-at-a-Time-Scoring, so ähnlich wie bei unserer konjunktiven Intersection von zwei Listen bei dem Ansatz, da hatten wir so Zeiger, die in den beiden Listen nach hinten gewandert sind. So ähnlich funktioniert auch Document-at-a-Time-Scoring, nur dass ich das hier quasi in allen Listen gleichzeitig mache. Ich habe also für jeden Term der Anfrage, zumindest für jeden Term, der irgendwie wichtig ist, so ein bisschen Optimierung kommen wir dann noch ganz am Ende zumindest mal kurz. Also für jeden Term habe ich einen Zeiger in der entsprechenden Postliste und ich schaue jetzt immer in jedem Moment, ja, welches ist denn der kleinste Term, auf den gerade gezeigt wird, in irgendeiner der Postlisten? Für dieses Dokument rechne ich jetzt den finalen Score aus. Und eben indem ich schaue, ob in den anderen Postlisten die Zeiger auch auf diesem Dokument stehen, dann trägt entsprechend jede Postliste ein bisschen was zum Score bei. Wenn nicht, dann bleibt der Zeiger da halt einfach stehen in der Postliste, die nicht auf dieses niedrigste Dokument gerade zeigt. Und ich warte quasi mit dem Zeiger, bis ich dann in den anderen Postlisten so weit gekommen bin oder eben drüber weggerutscht bin. Also in jedem Schritt versuche ich für ein Dokument den finalen Score auszurechnen. Das heißt, nach dem Scoring von i-Dokumenten habe ich schon mal so eine Kandidatenliste der Top K, wenn i größer als K geworden ist. Und kann schon mal sagen, ja, falls ich jetzt aufhören müsste, ich habe schon mal was, ein Ranking zumindest. Ich bin mir nicht sicher, dass dieses Ranking die besten Dokumente enthält, aber ich bin mir sicher, dass dieses Ranking relativ in sich
am besten gerankt ist, weil ich die Dokumentscores schon fertig berechnet habe. Wenn man das hört, dass man quasi in jeder dieser Listen einen Zeiger hat, dann weiß man aber auch gleichzeitig, dass ich im Prinzip nicht eine Liste sequenziell durchlese, was ja häufig günstig ist im Sinne von, kommt drauf an, wo man die Listen gespeichert hat, also die Postlisten. Wenn ich eine sequenziell durchlese und die auf einem quasi drehenden, auf einer drehenden Platte gelagert ist, dann ist es eigentlich immer günstig, wenn ich die sequenziell durchlese. Und hier in dem Fall muss ich ja aber eben so viele Listenzeiger verwalten und dann immer wahlfrei sozusagen diese Zeiger ein Stückchen bewegen, je nachdem, wie viele Terme ich an der Anfrage habe. Also je länger eine Anfrage ist, desto mehr Disk.io werde ich tatsächlich hier hervorrufen, wenn der Index irgendwo auf Platte liegt. Aber grundsätzlich, nach jedem Schritt habe ich ein Dokument gescored, nach jedem größeren Schritt des Algorithmus, wohingegen bei Term-at-a-Time-Scoring ich nach jedem größeren Schritt des Algorithmus, und davon gibt es viel weniger, ich einen Term der Anfrage fertig verwertet habe. Das heißt, Term-at-a-Time hat nicht in jeder Postliste eines Terms der Anfrage einen Zeiger, sondern geht einfach eine Postliste nach der anderen durch. Also zuerst die des beispielsweise wichtigsten Terms. Wichtigkeit kann man irgendwie bestimmen danach, wie weit vorn steht er in der Anfrage, wie oft kommt er in der Anfrage vor, wie ist denn der Term, was für ein IDF-Score hat er vielleicht in der Kollektion oder so. Das könnte man also so als Sortierung der Postlisten sich überlegen. Und ich behalte quasi als Merkliste im Speicher zu jedem Zeitpunkt eine ganz lange Liste, die quasi alle Dokumente, die ich bis jetzt gesehen habe, enthält. Das habe ich bei Documented Time Scoring quasi auch, aber da ist es deutlich weniger, weil ich beispielsweise auch sagen kann, naja, am Ende schaut sich ja der Nutzer sowieso nur, weiß ich nicht, 10 Treffer an, dann halte ich halt mal in meiner Liste von fertig gescorten Dokumenten nur die besten 100 oder sowas vor, falls der zufällig mal ein bisschen weiter klicken will. Bei Term-at-a-Time-Scoring ist es so, dass ich zu jedem Zeitpunkt im Prinzip von jedem Dokument, was in irgendeiner der Postlisten stand, die ich mir schon angeschaut habe, dass ich da was im Zwischenspeicher liegen habe, nämlich seinen im Zwischenspeicher abgelegten aktuellen Zwischenscore, den ich berechnet habe. Das heißt, der Speicheraufwand für Term-at-a-Time-Scoring wird größer sein. Und nach jedem einzelnen Schritt, also nachdem ich so eine Postliste verarbeitet habe, sind die Scores für kein Dokument final, sondern ich muss immer noch quasi warten, bis ich das finale richtige Ranking habe. Das muss ich bei Document-Time-Scoring im Prinzip auch, aber ich könnte auch zwischendrin schon sagen, okay, das sind gerade meine Top-K-Dokumente und bei denen bin ich mir sicher, dass die relativ zueinander am besten sortiert sind. Ich bin mir nicht sicher, dass nicht noch eigentlich viel mehr davor die gehören würden im Ranking, also noch besser sind. Aber ich bin mir bei denen schon mal sicher, dass die relativ zueinander am besten sortiert sind, wohingegen ich bei Term-at-a-Time-Scoring sagen kann, naja, meine aktuelle Sortierung könnte ich zwar zurückgeben, die beinhaltet jetzt aber erstmal nur die ersten 3 Terme der 10 der Anfrage oder so. Wenn ich aber eben nach Wichtigkeit der Terme sortiert habe und die wichtigsten 3 zuerst genommen habe, dann ist vielleicht auch da schon so ein Zwischenranking gar nicht so schlecht. Und je mehr von den Termen ich quasi dazugenommen habe, desto besser wird das Zwischenranking, das eigentliche finale Ranking wahrscheinlich schon approximieren, speziell wenn ich die wichtigsten Terme zuerst genommen habe, die quasi den größten Beitrag zum Score erwarten lassen. Aber im Prinzip kann man sich merken, Term-at-a-Time-Scoring, da brauche ich mehr Speicher, weil ich ja im Prinzip für alle Dokumente, die ich bisher gesehen habe, mir merken muss, was so der Intermediate Score, also der aktuelle Zwischenstand wäre, wohingegen ich bei Document-at-a-Time easy sagen kann, naja, ich brauche sowieso nur K. Ich brauche nie mehr als K-Dokument-Scores mir zu merken. Der Vorteil von Term-at-a-Time ist aber eben gewisserweise manchmal zeitlicher, dass ich einfach jede Postliste sequenziell durchgehe und das eben oft dazu führt, wenn man so Disk.io weit mitzählt, dass es tatsächlich insgesamt schneller gehen kann. Für beide Arten der Prozessierung des Scorings gibt es Optimierungsvarianten, also zu sagen, ich höre ein bisschen eher auf oder ich weiß ab irgendeinem Moment, dass mein Ranking sich nicht mehr so doll ändern wird. Das heißt, ich kann aufhören und muss eben dann doch nicht die Gesamtheit aller Postings in den Postlisten der Anfragetherme durchlesen. Na, das gucken wir uns ganz am Ende nochmal ganz grob an. Erstmal wollen wir schauen, wie quasi die Verfahren tatsächlich funktionieren. Nochmal eine kleine Bemerkung zu dieser disjunktiven Interpretation vielleicht vorab. Merkt man gar nicht so oft, weil meistens bei sowas wie einer Websuche natürlich genug Dokumente vorhanden sind, die alle Terme enthalten. Aber wenn man eine sehr lange, spezifische Anfrage stellt, merkt man manchmal, dass Ergebnisse zurückgeliefert werden, in denen bestimmte Terme nicht vorkommen. Und das ist dann so ein Zeiger darauf, falls Sie das schon mal gesehen haben,
Es wird dann manchmal so angezeigt unter dem Snippet als, okay, der Term hier, der ist gar nicht drin, der Anfrageterm. Das sind dann so Signale dafür, dass eigentlich diese Suchmaschinen tatsächlich disjunktiv interpretieren. Bei vielen Anfragen merkt man es aber eben gar nicht, weil es genug Dokumente gibt, die alle Terme enthalten. Gut, schauen wir uns aber mal an, wie man dieses Scoring tatsächlich machen würde. Wir fangen an mit dem Document at a Time und schauen uns dafür das entsprechende Verfahren an. Die Eingabe wird bei beiden gleich sein. Also ich habe eine Menge von Listen, und zwar die Listen für die Anfrageterme. Ich habe die Anfrage irgendwie repräsentiert, also beispielsweise einfach nur als Folge von Token, aber vielleicht auch schon eben repräsentiert als welcher Term ist wie wichtig, basierend auf meinem Index oder so, dass ich einfach mal gucken kann, welcher von diesen Termen hat welche IDF-Scores oder sowas. Also das ist eine Repräsentation, die gegebenenfalls von dem einfachen Query-String abweichen kann. Und die Ausgabe soll einfach eine Liste von Dokumenten in D sein, die nach absteigender Relevanz sortiert sind. Ich könnte überlegen, ob ich das gesamte D absteigend nach Relevanz sortiert haben will. Meistens will man aber einfach nur sowas wie, ja, die mindestens einen dieser Anfrageterme enthalten. Die Grundidee von Document at a Time Scoring ist jetzt dann, dass ich sage, okay, ich will ja die Dinge sortiert haben, also initialisiere ich die Ergebnisliste schon mal als Prioritätswarteschlange, also das mit dem höchsten Score soll ganz vorne stehen. Und ich brauche Postlisteniteratoren für jede dieser Postlisten. Solange ich nicht alle Postlisten fertig verarbeitet habe, alle in dem Fall, also nicht wie bei konjunktiver Interpretation beim Set-Retrieval, wo ich dann fertig war, wenn ich mit der ersten Postliste durch bin, weil ich weiß, das, was in der anderen Postliste danach kommt, hat keine Chance mehr, weil der andere Term fehlt. Hier sage ich, ich muss alle Postlisten im Prinzip fertig verarbeitet haben. Wie gesagt, zu so Optimierungen, dass ich da doch rauskomme, kommen wir dann später. Aber im Prinzip muss ich alle Postlisten komplett durchgegangen sein. Und solange ich nicht alle komplett durchgegangen bin, habe ich eine große Schleife, in der ich diese Schritte 3 bis 6 durchführe und sage, ja, was ist denn die kleinste Dokument-ID, der kleinste Identifier eines Dokuments, auf den irgendeiner der Iteratoren gerade zeigt? Für den sammle ich die Termgewichte in einem Akkumulator auf und bewerte damit den Relevanzscore, den ich am finalen Moment ausgeben würde für dieses Dokument. Basierend auf den Iteratoren in allen Postlisten, manche davon zeigen vielleicht nicht auf dieses Dokument, dann trägt das halt diese Postliste nichts zum Score bei. Ansonsten die drauf zeigen, habe ich mit verwertet zu so einem finalen Relevanzscore, der hier quasi in diesem Relevanzscore steckt quasi die Relevanzfunktion des Retrieval-Modells drin. Wenn ich das gemacht habe, habe ich ein Dokument fertig bewertet und ich kann alle Iteratoren weiter bewegen, beziehungsweise die Iteratoren, die noch nicht auf dieses Dokument gezeigt haben, hätte ich halt vorher schon drauf bewegt. Und am Ende, wenn ich diese Schleife komplett durchlaufen habe und mit quasi allen Dokumenten in allen, also alle Postlisteneinträge gelesen habe, habe ich alle Dokumente fertig gescored und ich kann jetzt die finale Liste zurückgeben. Entweder nur die Top K oder eben, wenn es von Anfang an immer nur K waren, dann gebe ich einfach die Liste insgesamt zurück. Als Pseudocode sieht es dann ein bisschen länger aus, aber im Prinzip steckt hier das Gleiche nur drin. Ich initialisiere alles als eben leere Warteschlange und die entsprechenden Iteratoren jeweils auf den Kopf. Und solange ich noch weitermachen will, also das wird über so eine Continue-Variable, einen boolschen Wert, einfach abgefragt, solange ich noch weitermachen will, sage ich immer, okay, was ist denn der kleinste Key, auf den gerade irgendwas zeigt? Dafür baue ich mir mal ein Array auf, was im Prinzip so lang immer ist, wie meine Anfrage Terme hat. Und Idee ist, in jedem Array-Eintrag ist dann immer der Beitrag jedes Terms zum Score für dieses Dokument eigentlich dabei gedacht. Jetzt gehe ich einmal über alle Listen drüber und wenn die nicht schon quasi durch sind und wenn ich in der Liste tatsächlich auf den entsprechend richtigen Eintrag zeige, dann nehme ich dieses Gewicht mit auf in mein Array. Wenn nicht, dann halt nicht, bleibt es halt 0. Als Relevanzbewertung für das aktuelle Dokument rechne ich dann eben den Relevanzscore basierend auf den eingesammelten Gewichten aus. Also hier steckt so das eigentliche Retrieval-Modell drin, über das wir später genauer sprechen. Wir können uns jetzt erstmal vielleicht vorstellen, angenommen, wir haben einfach nur TF-Werte, dass vielleicht da einfach die Summe beispielsweise ausgerechnet wird. Und diesen Relevanzscore zusammen mit dem Dokument packe ich dann in meine Prioritätswarteschlange. Das Dokument habe ich jetzt fertig gescored und jetzt stelle ich mich erstmal auf den Punkt und sage, naja, wie sieht es denn aus? Wahrscheinlich könnte ich jetzt aufhören. Ich habe jetzt gerade ein Dokument fertig gescored. Vielleicht könnte ich jetzt aufhören.
Jetzt versuche ich aber erstmal noch in jeder der tatsächlichen Warteschlangen zu schauen, ob ich gerade auf D stand und noch nicht am Ende war. Wenn ja, iteriere ich zum nächsten weiter. Und wenn ich da in einer Schlange jetzt dann noch irgendwo stehe, was nicht das Ende der tatsächlichen Postliste ist, dann sage ich, ich muss noch weitermachen. Ich habe noch nicht jedes Dokument gescored, was in irgendeiner dieser Postlisten vorkommt. Und dann fange ich wieder diese Weilschleife an. Und am Ende gebe ich dann einfach die Prioritätswarteschlange zurück, eben in der Reihenfolge. Oder ich gebe einfach nur die Top-K-Einträge aus der Warteschlange zurück. Vielleicht war die sowieso nur K groß. DAAT steht also für Document at a Time. Und ja, die Bemerkung noch hatte ich quasi schon angesprochen, dass wir also zwischen der eigentlichen Anfrage, dem eigentlichen Suchstring Q unterscheiden und dem fetten Q, was dann immer die Repräsentation darstellt im Rechner, also was der sich für ein Bild davon macht, von der Anfrage. Könnte also beispielsweise ein Vektor oder sowas sein. Analog ist auch D, das eigentlich echte Dokument, beziehungsweise eben der Document Identifier, je nachdem, was man gerade damit meint. Wohingegen FAT-D dann tatsächlich die Repräsentation ist, also beispielsweise das, wie das Retrieval-Modell so ein Dokument sieht. Gucken wir später uns nochmal genauer an. Man kann sich es aber beispielsweise vorstellen als ein Vektor von TF-IDF-Werten oder sowas. Sind aber auch noch deutlich komplexere Repräsentationen möglich. Die Relevanzfunktion, die basiert auf dem Retrieval-Modell, also je nachdem, was man da benutzt, BM25 oder Query-Likelihood oder so, wurden dann im Prinzip verschiedene Ideen von Relevanzfunktionen implementieren. Und die Grundidee ist eben, dass das einen Wert ergibt, der sagt, meistens, wenn größer, dann ist das Dokument relevanter für die Anfrage. Was man macht in diesem Document-at-a-Time-Scoring ist ja, dass ich quasi immer diese Listeniteratoren sukzessive ein bisschen weiterschiebe, aber eben nicht ein sequenziell hintereinander die ganze Zeit, sondern ich schiebe immer jeden Mal ein Stückchen weiter. Und das heißt, mit längeren Anfragen habe ich deutlich mehr Disk.io zu erwarten. Und das heißt, es würde gegebenenfalls Sinn machen, auch vielleicht die Indizes, also die verschiedenen Postlisten, auf verschiedene Platten auszulagern, sodass ich dann doch quasi pro Platte nur sequenziell lese. Wenn die Postlisten alle auf derselben Platte liegen und ich dann einen Iterator mal ein Stückchen weiterschiebe, dann muss ich eben erstmal den Kopf auf der Platte, falls es eine drehende ist, hin und her bewegen und das ist deutlich langsamer, als wenn ich einfach sequenziell hintereinander weglese. Zumindest auf solchen drehenden Platten im Hauptspeicher selbst. Wenn ich alles im Hauptspeicher halten könnte, ist das wahrscheinlich nicht so ein großes Problem. Zum Vergleich zu Term-at-a-Time-Scoring kann ich aber bei Document-at-a-Time-Scoring eben immer sagen, naja, ich brauche ja sowieso am Ende nur K, die K-Besten. Das heißt, ich muss mir eigentlich Dokumente, die zu niedrige Scores haben, dann gar nicht die ganze Zeit merken und ich brauche vielleicht zwischendrin immer nur K-Einträge mir zu speichern. Das heißt, grundsätzlich kann ich den eigentlichen Zwischenspeicherbedarf bei Document-at-a-Time-Scoring sehr, sehr niedrig halten, wenn ich nicht alle Dokument-Scores dann tatsächlich am Ende haben will. Was nochmal ganz wichtig ist, mit im Hinterkopf zu behalten, man braucht so eine globale Ordnung aller Postlisten. Also alle Postlisten müssen nach sowas wie einer Dokument-ID sortiert sein. Ich kann nicht nach Termgewicht sortieren, weil ich dann eben in den Postlisten nicht sequenziell von vorn nach hinten durchiterieren kann und mir dann sicher bin, dass ich die Dokumente quasi immer nacheinander sehe. Also die Postlisten müssen alle das gleiche Sortierkriterium haben, beispielsweise nach Dokument-ID. Wie sieht es jetzt aus? Wenn wir das Ganze mit Term-at-a-Time-Scoring machen, da braucht man vielleicht die algorithmische Idee gar nicht erst so groß hinzuschreiben, weil der Pseudocode auch nicht so viel komplexer ist, als wenn man die Idee nochmal verbalisieren würde. Naja, es ist quasi die gleiche Eingabe wie bei Document-at-a-Time. Ich habe die Listen, ich habe eine Repräsentation der Anfrage und ich will eine Liste von Dokumenten zurückgegeben haben, die sortiert sind. Gegebenenfalls auch vielleicht nur die Top K. Aber im Hinterkopf wissen wir schon, bei Term at a Time, die Top K kann ich tatsächlich erst ganz am Ende bestimmen. Das heißt, zwischendrin werde ich mir einen ziemlich großen Zwischenspeicher reservieren müssen, um die Intermediate, also die Zwischenscores aller Dokumente, festhalten zu können. Ich initialisiere sowas wie die Ausgabe am Anfang, als leere Map beispielsweise, und habe dann eine große Vorschleife, die über alle Listen geht, in einem gewissen Sortierkriterium, also beispielsweise nach Wichtigkeit. Und dann ein Iterator nur verwaltet in jedem Durchlauf der Vorschleife für die entsprechende Liste, die jetzt gerade die aktuelle ist. Solange ich in der Liste noch nicht am Ende bin, schaue ich mir immer das nächste Dokument an und berechne bzw. lese einfach das Gewicht für das nächste Dokument aus, auf dem der Zeiger gerade quasi steht. Und dann berechne ich einfach
einen neuen Zwischenrelevanzscore für dieses Dokument. Also das ist der, den ich bisher hatte, aus den Listen, die ich schon quasi fertig verarbeitet habe, den Termen, für die ich schon den Score aufgenommen hatte. Und das ist der Score, den ich gerade aktuell auslese. Irgendwie basierend auf der Repräsentation der Anfrage mal dem Gewicht. Also es könnte auch beispielsweise einfach sein, ich addiere einfach den TF-Wert beispielsweise dazu. Und wenn ich das gemacht habe, setze ich den Zeiger aufs nächste Element und bin sozusagen in der Weilschleife einen weitergegangen und iteriere mich mit dieser Weilschleife über diese eine Postliste gerade drüber. Am Ende, wenn ich mit der Weilschleife durch bin, nehme ich die nächste Postliste des nächstwichtigsten Terms, laufe wieder in der Weilschleife über die drüber und so weiter. Irgendwann bin ich durch alle Listen durch und gebe dann das Ergebnis als Priority Queue beispielsweise zurück. Oder ich sage, naja, ich nehme einfach die k-größten Werte und gebe die in absteigend sortierter Reihenfolge zurück, wenn ich nur k ausgeben sollte. Aber wichtig ist eben, ich kann nicht so richtig leicht zwischendrin schon mal sagen, dieses Dokument wird es auf jeden Fall nicht sein. So ähnlich, wie ich das bei Document at a Time nach jedem Schritt konnte, wenn ich sehe, ah, das Dokument, was ich gerade gescored habe, ist nicht besser vom Score als die k-besten, die ich bisher kannte, dann brauche ich mir das gar nicht wieder merken. Ich habe zwar den Score ausgerechnet, das war ein bisschen verschwendet, aber ich brauche mir nicht mehr merken. Bei Term at a Time muss ich im Prinzip einen viel größeren Zwischenspeicher mitschleppen. Auch hier noch ein paar Bemerkungen, also TAT steht für Term at a Time, liest man immer mal wieder. Und die Frage ist eben, wie viel Zwischenspeicher muss ich mitschleppen? Es ist also deutlich mehr als einfach nur K-Einträge. Es ist so viel, wie ich im Prinzip denke, dass relevante Treffer sind bei so einer disjunktiven Interpretation, also die Vereinigung, die Größe der Vereinigung der ganzen einzelnen Postlisten. Also so viele Dokumente, für so viele Dokumente muss ich Scores akkumulieren, bis ich dann quasi alle Listen durchgelesen habe, wie die Listen insgesamt verschiedene Dokumente enthalten. Und erst dann, am Ende, werde ich ja tatsächlich die finale Ordnung bestimmen können und erst dann weiß ich, was die K-Besten werden. Ja, der Vorteil ist dabei aber eben, dass ich die einzelnen Postlisten sequenziell oder eben nacheinander sozusagen lese. Und das ist gerade bei rotierenden Festplatten eigentlich ein Vorteil. Deswegen hat sich das in früheren Zeiten eben so ein bisschen etabliert, als man noch nicht alles im Hauptspeicher halten konnte, dass man da gesagt hat, naja, der Vorteil von Term at a Time ist eben, dass ich die einzelnen Postlisten sequenziell durchlese. Und gleichzeitig, da ich die Postlisten ja unabhängig voneinander durchlesen kann und dann eben unabhängig voneinander erstmal so, weiß ich nicht, sagen kann, ich nehme in dem einen Thread die ersten drei Postlisten, im nächsten Thread die nächsten drei Postlisten und dann habe ich Zwischenakkumulatoren, die ich dann wieder zusammenmischen kann, einfach die Scores, könnte man auch im Prinzip relativ gut parallelisieren. Die Reihenfolge, in der ich die Postlisten durchgehe, ist im Prinzip wichtig, um zu sagen, wie schnell die Zwischenwerte, die ich abgespeichert habe in dieser R-Liste oder in dieser R-Map, wie schnell die finalen Scores approximieren. Wenn ich dann nach den wichtigsten Termen sozusagen sortiere, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass vielleicht die letzten zwei unwichtigsten Terme der Anfrage nicht mehr so dramatisch den Score verändern werden, weil, Sie sich erinnern, beim Scoring ja im Prinzip auch sowas wie die Wichtigkeit durch diese Anfragerepräsentation mit irgendwie eine Rolle spielen wird. Das heißt, man kann schon so schätzen, wenn ich die wichtigsten Terme am Anfang verarbeite, dass dann die Approximation des eigentlichen finalen Rankings schon gar nicht so schlecht sein wird. Und das dann auch benutzt wird, um gegebenenfalls eher aufhören zu können. Die Relevanzfunktion selbst, haben wir gesehen, sollte so additiv oder zumindest inkrementell berechenbar sein, also so, dass ich einfach immer nur lokal den Score basierend auf den neuen lokalen Informationen updaten kann. Ich will nicht immer global ausrechnen müssen. Und ansonsten ist es im Gegensatz zu Document-at-a-Time-Scoring so, dass ich für Term-at-a-Time keine festgelegte Reihenfolge für die Postlisten habe. Also ich kann beispielsweise auch nach Termgewichten sortieren. Im Fall einer konjunktiven Interpretation, also wenn ich doch dann auch konjunktive Ranking-Anfragen beantworten will, ist es aber doch so, dass natürlich eine Sortierung nach einem globalen Kriterium sinnvoll wäre, weil ich dann erst eigentlich die Skip-Pointer so richtig ausnutzen könnte wieder. Aber im Prinzip, wenn ich irgendwie den eigentlichen Prozess beschleunigen will, dann kann ich da die meisten Gewinne erzielen, wenn ich nach Termgewicht sortiert hätte bei Term-at-a-Time-Scoring, weil ich dann eben weiß, okay, aktuell sehe ich dieses Termgewicht hier in dieser Liste, alles, was danach kommt, ist kleiner. Ich weiß jetzt schon,
dass das nicht mehr reichen wird, um den Score der Besten, die ich bis jetzt hatte, noch dramatisch zu verändern. Und wenn ich auch nach Termwichtigkeit die Termlistenbearbeitung sortiert habe, kann ich dann eben auch abschätzen, dass ich jetzt wahrscheinlich aufhören kann und nichts Wichtiges mehr verpasse. Das geht aber eben nur, wenn ich diese Termgewichte kenne. Aber grundsätzlich kann man auch in einer nach Dokument-ID sortierten Postliste natürlich immer abspeichern, was noch so an Termgewichten nach einem bestimmten Eintrag kommen wird. Also so an ein paar Stellen kann ich mir sowas abspeichern und dann kann ich eben auch erkennen, okay, alles, was jetzt noch kommt, ist deutlich zu klein. Ich muss gar nicht bis zum Ende lesen. Also auch da gibt es Möglichkeiten, werden wir jetzt hier aber nicht weiter vertiefen. Wir werden aber noch ein bisschen kurz zumindest darauf eingehen, wie man optimieren kann, egal ob Document at a Time oder Term at a Time Scoring. Man möchte gegebenenfalls eher aufhören und nicht tatsächlich die Postlisten alle komplett jedes Posting gelesen haben. Das dauert vielleicht zu lang. Und grundsätzlich, was man da ausnutzt, ist die Beobachtung, dass in den meisten Suchszenarien, also sowas wie Websuche, der tatsächlich Benutzer dann eigentlich nur auf die Top-K-Treffer höchstens schaut. Also es gibt so Studien, die meisten schauen sich eh nur die ersten ein, zwei, wenn überhaupt an, kaum jemand klickt auf die nächste Seite, also geht irgendwie über Rang 10 hinaus. Das heißt, eigentlich könnte man relativ sicher vermuten, dass meistens die ersten 100 Treffer maximal so reichen werden. Und wenn Sie das schon mal probiert haben bei einer Google oder Bing oder DuckDuckGo oder so Anfrage, wo die Suchmaschine sagt, ja, ich könnte hier 15 Millionen Treffer zu liefern, probieren Sie mal, wie weit Sie klicken können. Es wird gar nicht so elendig weit sein. Viel mehr als 1000 Treffer oder so wird man meistens gar nicht bekommen. Und das ist halt so eine der Sachen, dass Sie zwar schätzen, Sie könnten so viele Treffer liefern, aber durch Optimierung, um die Antwort zu beschleunigen, haben Sie dann doch gar nicht so viele Treffer gefunden, sondern eben eigentlich nur deutlich weniger. Was könnte man versuchen zu optimieren? Naja, man könnte versuchen, sowas wie eine Termgewichtsschwelle einzuführen und zu sagen, ja, wenn ich an der Anfrage schon sehe, dass ein bestimmter Term aus der Anfrage gar nicht so wichtig ist, beispielsweise in einer Anfrage, wo wenig Stoppwörter drin sind, sind vielleicht die Stoppwörter nicht so wichtig, na, dann muss ich die langen Stoppwort-Postlisten gar nicht erst durchgehen. Die Anfrage wird sowieso durch die anderen Nicht-Stoppwort-Terme tatsächlich bestimmt, beziehungsweise das Ranking der finalen Ergebnisse wird damit bestimmt sein, weil die Terme so wichtig sind für die Anfragen. Natürlich gibt es da wieder Ausnahmen, sowas wie to be or not to be, aber da hatten wir schon drüber gesprochen, dass man im Prinzip nach Stoppwortfiltern beim Indexaufbau nicht macht, sondern eher erst auf die Anfrage schaut. Und wenn viele Stoppwörter in der Anfrage drin sind, dann sind die wahrscheinlich auch wichtig. Dann komme ich nicht so richtig drum rum, viel in diese Stoppwort-Postlisten auch reinzugehen, tief reinzugehen. Was Zweites, was man machen könnte, gerade bei Document-at-a-Time-Scoring, ist eben zu sagen, ja, ich merke mir sowieso immer nur die K-besten Dokumente, die ich bisher gefunden habe. Und wenn ich jetzt feststelle, dass irgendwie ja, Terme ganz, ganz wichtig sind, um einen hohen Score zu bekommen, dann kann ich einfach mal gucken, ob es Dokumente gibt, die überhaupt diese Terme noch enthalten. Und wenn es nur noch Dokumente gibt, die diese wichtigen Terme gar nicht mehr enthalten, dann kann ich schnell daraus schließen, dass alle Dokumente, die ich jetzt noch verarbeiten könnte, gar nicht mehr hoch genug im Score kommen können und ich kann die einfach sozusagen weglassen. Ich brauche deren Score gar nicht mehr auszurechnen. Was Ähnliches geht auch in dieselbe Richtung. Hier sage ich einfach nur, ich brauche einen Dokumentscore gar nicht auszurechnen. Ich gehe dann halt zum nächsten Dokument über oder so, aber ich schätze halt eher ab, ohne dass ich den Score final ausgerechnet habe, dass ich das Dokument nicht brauche. In eine ähnliche Richtung, aber ein bisschen drastischer geht es, wenn ich sage, ich höre einfach eher auf. Und beispielsweise, wenn ich die Postlisten nach Termgewicht sortiert habe, dann kann ich eben sofort aufhören, wenn ich sehe, in jeder Postliste kommt danach nur noch Zeug, was insgesamt, selbst wenn es quasi jeder Term gematcht wäre in dem Dokument, was insgesamt den Score nicht hoch genug treibt, um noch besser als der Karte-Eintrag, den ich bis jetzt gefunden habe, zu sein. Und dann kann ich direkt aufhören, also Early Termination, direkt schnell aufhören. Und was es auch noch gibt, ist sowas wie quasi den Index nach Qualität oder Termgewicht oder so aufzuteilen und dann zu sagen, ich schaue mir erstmal in den wichtigsten Indexteilen, also so in der Top-Etage des Indexes nach. Und nur wenn ich da nicht genug gefunden habe, dann schaue ich noch in den nächsten nach, wo ich dann schon weiß, die Scores werden wahrscheinlich geringer sein. Das heißt, ich habe so den Index dadurch künstlich klein gemacht, dass ich eben beispielsweise nur wichtige Dokumente in den allerhöchstwertigen Index genommen habe oder nur die wichtigsten Terme in den höchstwertigen Index genommen habe und versuche erstmal die Treffer nur aus diesem Index, aus diesem kleineren, dann tatsächlich zu bedienen. Auch das ist eine Möglichkeit, um zu sagen, ich muss gar nicht alle Postlisteneinträge lesen. Und das ist ja im Prinzip das, worum es am Ende geht, dass man nicht die gesamten Postlisten tatsächlich durchlaufen muss für die Beantwortung einer Anfrage, die meistens eh nur
an den Top-K-Treffern sozusagen interessierten Nutzer bedienen soll. Man den Index verteilt, da haben wir auch schon ein, zwei Mal kurz drüber gesprochen, werden wir jetzt nicht besonders weit vertiefen, aber im Prinzip, wenn man den Index verteilt, macht man das auf zwei Arten, vielleicht sogar noch eine dritte Art dann mit reingemischt, die jetzt nicht unbedingt eine Verteilung bedeutet, aber man hat sozusagen so ein Scale-up und so ein Scale-out, was man bedient. Scale-up ist, dass ich sage, okay, ich verteile beispielsweise die Terme auf meinem lokalen Server, weil der drei Platten hat, sortiere ich quasi auf jede Platte unterschiedliche Termlisten oder ich mache es auch redundant und speichere alle Termlisten auf allen Platten aus, dann kann ich quasi drei Zeiger sequenziell parallel durchlesen. Vielleicht habe ich mehr als drei Platten. Und ich bediene halt dann nicht bei sowas wie Documented Time Scoring alle Postlisten von einer Platte, wo ich dann eben Probleme dadurch bekomme, dass der Kopf ständig hin und her flackert, sondern ich bediene über entsprechend mehr Platten von jeder Platte eine Postliste, sodass ich die dann doch wieder sequenziell lesen kann. Und das führt dann auch gegebenenfalls dazu, dass ich deutliche Zeitersparnis habe. Ansonsten, das war quasi so eine Termverteilung auf verschiedene tatsächliche Platten oder so. Ansonsten kann man auch noch drüber nachdenken, Dokumente zu verteilen. Das hatten wir uns auch schon mal als Sharding vergegenwärtigt. Da ist so die Grundidee, dass ich eben statt einen großen Index für die gesamte Kollektion zu bestimmen, kleinere Indexe für Teile der Kollektion bestimme. Die müssen dann natürlich auch sowas wie globale DF-Scores oder sowas kennen. Aber mit diesen kleineren Indexen habe ich dann kürzere Postlisten und kürzere Postlisten lassen sich schneller verarbeiten. Also bei kürzeren Postlisten hätte ich so die grundsätzliche Hoffnung, dass ich die Ergebnisse schneller bekomme. Damit einher geht dann natürlich aber ein Problem. Ich brauche jetzt jemanden, so einen Broker, der quasi diese Verwaltung übernimmt und sagt, okay, die Anfrage geht jetzt an diese ganzen Indexe, also an diese Charts, die mehrere Replikationen auch noch irgendwie haben. Aber jeder dieser Chart liefert ja nur einen Teil des eigentlichen gesamten Ergebnisses zurück und der Broker muss dann dafür sorgen, dass diese Teilergebnisse tatsächlich zu einem globalen Ranking zusammengemischt werden, was eben ein gewisser Overhead dagegen ist, wenn ich einen großen Index hätte, der quasi nur einmal angefragt werden muss. Viele kleine Indexe, da muss ich die Zwischenergebnisse von den kleinen Indexen dann noch zusammenmischen. Und ansonsten eben analog zur Sortierung vielleicht der Indexteile in diese verschiedenen Etagen nach Wichtigkeit oder so, gibt es natürlich dann sowas, dass ich auch diese Charts, also Teile des Indexes, nach Gewicht oder nach Wichtigkeit in verschiedene Speicherhierarchiestufen einfach lade und vielleicht die wichtigsten Teile des Indexes im RAM immer halte, weil der eben schnellen Zugriff garantiert, die nicht ganz so wichtigen Teile im Flash-Speicher und die unwichtigsten Speicher auf sowas wie drehenden Platten, die eben sozusagen den langsamsten Zugriff nur erlauben. Also auch das führt dann dazu, dass ich Geschwindigkeitsvorteile eben für Anfragen bekomme, die sich direkt aus dem Hauptspeicher beantworten lassen. Also aus diesen Teilen des Indexes, die im Hauptspeicher liegen. Dazu kommt dann natürlich nochmal das ganze Caching. Also beim Caching muss man eben auch so ein bisschen berücksichtigen, welche Teile des Indexes oder vielleicht auch schon Zwischenergebnisse will man wo vorhalten. Und da gibt es eben grundsätzlich die Beobachtung, die wir auch schon im Prinzip bei Textanalyse gemacht haben. Anfragen sind auch ZIP verteilt, also ungefähr die Hälfte der Anfragen, vielleicht ein bisschen weniger, aber einen relativ großen Teil der verschiedenen Anfragen, die man so am Tag als Suchmaschine bekommt, sieht man an dem Tag nur einmal. Und bei Google ist es seit vielen Jahren so, dass sie immer wieder sagen, 15% der Anfragen, die sie am Tag bekommen, haben sie vorher nie gesehen. Also noch nie. Nicht vor 10 Jahren, gar nicht. Das heißt, für 15% der Anfragen weiß man eigentlich nichts. Da hat man keine Vorinformationen, die kann man beim Caching nicht ausnutzen. Gleichzeitig bedeutet das aber, für 85% der Anfragen könnte ich irgendwie Caching-Effekte ausnutzen. Und das heißt, ich kann durch Protokollieren, welche Anfragen sehe ich wie oft, beispielsweise entscheiden, die ich häufig sehe, für die cache ich einfach mal die Ergebnisse zwischen. Dann brauche ich gar nicht mehr diese ganzen Documented Time, Termed Time Scoring oder irgendwie List Merging oder sowas zu machen, sondern ich bin einfach in der Lage, aus dem Cache direkt die Ergebnisse zu bedienen. Oder zumindest wichtige Postlisten, Schnittmengen kann ich zwischencachen, also die ich oft miteinander schneide, die kann ich dann quasi aus meinem Log herauslesen, was ich oft miteinander schneiden musste, die lagere ich in den Cache direkt aus und kann dann einfach diese Schnittmengenbestimmung vermeiden, was ja so ein bisschen
Processing Overhead ist, oder ich cache einfach die Postlisten so zwischen, dass sie im Cache eben nah am Prozessor liegen und nicht erst wieder von Platte eingelesen werden müssten oder so. Was für eine konkrete Strategie und was man wo cached, hängt natürlich so ein bisschen davon ab, dass man das Log immer mitverfolgt und sagt, okay, es gibt natürlich auch irgendwie saisonale Effekte, dass, weiß was ich, im Herbst mehr Anfragen zu Pilzen kommen als im Frühjahr oder so. Das muss natürlich im Caching dann auch irgendwie berücksichtigt werden. Im Sommer fahren alle irgendwie in Urlaub oder so. Da wird man vorher so ein bisschen so diesen Effekt sehen. Und das muss man natürlich beim Frischhalten der Caches irgendwie berücksichtigen, dass man das nicht einfach jahrelang in einer Form halten kann. Dann werden die Cache-Misses natürlich auch immer häufiger werden. Ansonsten in der eigentlichen Caching-Strategie ist auch noch sowas mit zu berücksichtigen, wie was für Hardware-Caches gibt es eigentlich und was beispielsweise bietet das eigentliche Betriebssystem noch an, also an verschiedenen Caching-Strategien, und die sollte man alle idealerweise ausnutzen. Ja, so viel eigentlich jetzt zu den zwei Teilen zum Anfrageverarbeiten. Also wir haben gesehen, wie man quasi Set-basiert arbeiten würde und wie man dann konjunktive Anfragen beantwortet. Im Prinzip beantwortet man konjunktive Anfragen ähnlich auch, wenn man es ranken will, nur dass man beim Ranken eben immer noch den Score ausrechnet in dem Moment, wo man ein Dokument als Kandidaten findet. Und beim Ranking haben wir aber eben gesehen, beim Rank-Retrieval ist es meistens eine disjunktive Art der Anfrageinterpretation, weil man davon ausgeht, naja, ich habe so viel Daten im Index, dass ich am Ende tatsächlich einfach genug finde, was alle Terme enthalten wird. Wenn ich nicht genug finde, dann kann ich aber immerhin Treffer zurückliefern, die einen der Terme nicht enthalten oder so. Und grundsätzlich auch beim disjunktiven Interpretieren die Annahme, Dokumente, die mehr Terme der Anfrage enthalten, werden sowieso einen höheren Score bekommen im Schnitt als Dokumente, die nicht alle Terme der Anfrage enthalten. Ja, und damit einhergehend hatten wir dann noch so ein bisschen gesehen, wie diese Verarbeitungsstrategien gegebenenfalls optimiert werden können, um schneller abzubrechen, um nicht alle Postlisten-Einträge tatsächlich in einem Scoring-Verfahren bewerten zu müssen und damit eben ein bisschen Laufzeit zu sparen. Im nächsten Teil werden wir uns dann ein bisschen genauer anschauen, wie tatsächlich so ein Index aufgebaut wird. Aber das kommt dann beim nächsten Mal. Danke.